Kaktusfuß. Halli, Hallöchen, meine lieben Freunde. Kaktusfuß hier. Ja, heute reagieren wir wieder auf Just Ketchup Animation 3 Jahre Tinder Teil 2. Ich würde gar nicht so lange drum rumlabern. Oh. Zu den Okay, wir starten direkt. Right. Welcome back! Tja, in meinem letzten Tinder-Video habe ich darüber gesprochen, wie viele Dates ich hatte und was mich auf Tinder geführt hat. Dieses Mal gibt's ein paar verrückte Details zu den Dates. Ich matchte also ein Mädchen. Nennen wir sie einfach mal Julia. Oh, ich glaube, sie hieß wirklich... Es war Sommer, also schlug ich für unser erstes Date vor, uns einfach am helllichten Tag im englischen Garten zu setzen, was ein großer Park hier in München ist. Julia war das aber zu langweilig. Und deswegen sagte sie mir, ich soll eine Flasche Jack Daniels und Cola mitbringen, damit wir uns Jackie Coke mischen können. Ich hab mir erstmal nichts groß dabei gedacht. Immerhin sah sie gut aus. Ich musste beim Date dann aber schnell feststellen, dass sie um einiges schneller trinkt als ich. Wer Barney Stinson kennt, weiß, dass man hot und crazy abwägen muss. Sie hatte wirklich crazy eyes und ich hätte die Zeichen deuten müssen. Aber irgendwann dämmerte es mir. Yep, diese junge Dame hat ein Alkoholproblem. Sie fing also an, mir über ihre Probleme zu erzählen. Und ehe ich mich versah, legte sie nach einer Stunde völlig betrunken ihre Arme um mich, drückte mir einen Kuss auf den Mund und nannte mich Schatz. Sie... Boah, Digga, räudig. Wenn einfach einer besoffen zu dir kommt, ich dann küsst. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Gibt es auch eine aus unserer Klasse? No front, no hate. Aber Digga, falls du dieses Video siehst, hör auf andauernd alle zu allen hinzurennen und die dann zu drücken und dann noch hochzuschmeißen und dann noch fallen zu lassen. Das war mal bei mir so ein Klassenraum. Digga, lass es einfach. Nerv die Leute nicht. Wenn die Leute einfach ihm schon sagen, come on, lass mich in Ruhe, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Dann sagt er, ja, ich kann doch, oder sagen, geh weg. Ja, ich kann doch hier, ich geh jetzt nicht, ich bleib jetzt hier stehen, ich bin ein freier Mensch. Ja, klar bist du ein freier Mensch, aber Digga, dann nervt die Leute doch wenigstens nicht. Gehen einfach aus dem Weg, okay? Danke, das wollte ich nur kurz sagen, das lag mir auf dem Herzen und das kann, soll der Kat auch bitte drin lassen, ja? Der soll sich hier nämlich angesprochen fühlen. Redete plötzlich über unsere gemeinsame Zukunft, unsere Babys und ich dachte mir nur, verdammt, wie komme ich hier nur wieder raus? Tja, das ging einfacher als erwartet. Nachdem sie sich praktisch selbst fast bewusstlos getrunken hatte, sagte ich, dass ich Hunger habe. Dann bin ich wie ein Ninja verschwunden. Nee, eigentlich sind wir zur U-Bahn gegangen. Ich bin in die U-Bahn eingestiegen. Und sie war so betrunken, dass sie nicht dazu in der Lage war, einzusteigen. By the way, es war circa 16 Uhr nachmittags. Und sie rotze voll. Tja, und was lernen? 16 Uhr nachmittags rotze voll? Das ist ja fast schon ein Rekord. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo. Das habe ich im letzten Video vergessen, in dem ersten Teil hier. Ja. Also. Ciao, ciao.